Guten Morgen und hallo liebe Leute, ich bin der Simon, ich bin Fliegenfischenlehrer bei der Fliegenfischerschule Flyris und ich habe heute mal das Kommando übernommen auf dem YouTube-Kanal vom Landesanglerverband und was machen wir heute? Ihr werdet es gleich sehen, bleibt dran. So, ich bin jetzt auf dem Weg nach Potsdam und da treffe ich mich mit den Verbandsleuten vom Landesanglerverband. Unter anderem auch mit dem Präsidenten anscheinend, Günter Barske heißt er. Und da treffen wir dann heute später noch gemeinsam hohe Politik. Also, ich bin gespannt, was heute noch so passiert. So Leute, angekommen in Potsdam oder wie die Leute auch sagen, das Manhattan Brandenburgs. Und da unten habe ich gleich Angler gesehen. Na, guck ich jetzt mal, was da los ist. Vielleicht sind es ja meine Kontaktpersonen. Hallo. So, ja, angelt hier heute. Hallo, ich bin der Simon. Hi. Hallo, hallo. Wie heißt du? Xaver. Hi, Xaver. Warst du hier schon mal angeln? Ja, schon oft. Ah, okay. Und bist du heute in der Schule? Nee. Wenn ich mich nicht täusche, ist heute ein Montag. Ja. So, also irgendwas hat es hier anscheinend mit Kindern heute zu tun, weil hier sind lauter Kinder unterwegs und entweder sind die alle krank heute, oder die Schwänzen, oder hier ist irgendein anderes Event. Schau mal, da sind die nächsten Kinder. Schauen wir mal, was die hier machen. Guten Tag, Schulkontrolle hier. Moin. Keine Schule heute? Nee. Keine Schule, da schau her. Wie heißt ihr? Ich heiße Levin. Levi? Levin. Levin? Und Lukas. Lukas. Überlegen. So, Vorsicht mit dem Schwan hier, gell? Ja. Ihr seid Zwillinge? Ja. Ach Quatsch, wirklich? Ja. Wisst ihr, was heute los ist? Weil der Landesanglerverband hat mich heute hierher gestellt und ich sehe hier lauter Kinder. Was ist der Sinn und Zweck hier heute? Wisst ihr das? Oder muss ich da jemand anders fragen? Soweit ich mich erkundigt habe, haben wir heute Spaß am Wasser. Spaß am Wasser, na, das klingt ja ominös. Ja, Glückwunsch Adrian. Was ist das für ein Fisch, weißt du das? Rotfeder oder Plötz. Ja, super, ja, cool, Plötz. Glückwunsch. Hier, dann kümmere dich mal schnell um den Fisch. Lieber die andere Hand, gell? Und jetzt sag mal, erklär mir mal, was du hier machst. Also, kannst du mir das mal zeigen? Was ist da für ein Köder dran? Und Maden. Ja? Diese roten Maden sind am besten. Ja? Ja. Frag mal eben Thomas. Lecker. Okay. Naja, sie schmecken nicht so. Hast du schon probiert? Ja. Wirklich? Aber nur getrocknet. Aber Achso, nur getrocknet. Dann ist ja nicht so schlimm, gell? Okay, und du angelst jetzt hier auf Friedfische, richtig, gell? Ja. Und irgendwelche Friedfische genau oder einfach was so beißt? Einfach was beißt. Okay. Und was war der größte Fisch, den du hier gefangen hast? Ein Barsch. Ja? Irgendwie 30 cm. Okay. Also zählt der Barsch als Raubfisch oder als Friedfisch? Oder so Zwischending oder so? Nee, als Raubfisch. Ah, okay. Also hast du den unbeabsichtigt gefangen quasi? Ja. Mensch, Adrian, dich kann man nicht alleine lassen, wa? Ein Fisch nach dem anderen hier. Und das? Achso, nee, die Stippe ist uncool, habe ich gelernt. Mit der coolen Hut hast du den gefangen, gell? Ja. Adrian, die werden ja immer größer bei dir. Ja. Naja. Glückwunsch. So, jetzt nachdem ich mit den ganzen Kindern hier gequatscht habe, sehe ich hier eine Gruppe Erwachsener. Vielleicht können die mir weiterhelfen. Hallo, hallo, hallo. Sind Sie die Veranstalter hallo, hier von der Party? Ja. Hallo, hallo, hallo. Stefan, hallo. Schön, dass Sie da hallo, sind. Hallo, 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 hallo. Können wir uns gleich duzen? Ja, wir haben ja lieber. Ich bin der Simon. Ich bin Hugo als Spitzname. Hugo? Aber das passt so. Ja, alles Hugo, gut, hallo, ja. Hallo. Und was ist heute das? Die Idee hier, was machen wir heute hier? Naja, wir haben ja viele Anglerinnen und Angler, die also in der Schule angeln lernen. Wir haben viele Vereine, die den Kindern das Angeln beibringen, Angelschulen. Ja. Es gibt viele Arbeitsgemeinschaften, gerade an Gesamtschulen, wo Kinder angeln lernen. Und oftmals ist es so, dass man eben auch gerne mal ein Stück Papier in der Hand hätte, ja, um mal zu zeigen, also wie geht das und das. Oder ja, einen schnellen Zugriff auf YouTube-Seiten, wo man das ein oder andere erklärt gekriegt hat.
Und das ermöglichen wir gerade mit so einer Angelbroschüre, die wir rausgeben. Und wie aus dem Nichts taucht sie auch schon auf. Also ja. Ich habe damit nichts zu tun. Ja. Und okay. Diese Broschüre hat also durchaus die Möglichkeit, die Kinder gut einzuführen, das Thema Angeln. Es sind tolle Bilder dabei, gute Anleitungen, wie ist eine Posenmontage, was gibt es für Kunstköder, was sind die rechtlichen Bedingungen, also wie werde ich Mitglied, wie kriege ich einen Fischereischein, wann brauche ich einen Fischereischein. Okay. Also all das wird hier erklärt und ich glaube schon, dass wir damit auch eine Menge Jungs und Mädels begeistern können. Okay, also ich muss ja zugeben, ich habe mich so unwissend gestellt und getan, ich weiß nicht, was heute los ist, ich wusste es natürlich schon und habe vorher mal reingeschaut. Und ich muss zugeben, ich war echt begeistert. Ich finde es wirklich gut gemacht. Wenn ihr vom Angeln bisher noch keine Ahnung habt, da ist es über Fische was erklärt, über die Biologie, über die verschiedenen Angelarten und sowas. Gell? Also das fand ich richtig toll. Und was ich gesehen habe, was ich ganz lustig fand, es gibt da so Quiz auch drinnen. Ja. Hast du da schon mal reingeschaut in das Ding? Ich habe es nur reingeschaut. Ich habe noch nicht versucht zu lösen. Meine Tochter war gerade dabei, vorgestern oder so. Und Hugo, weißt du was? Wir fragen uns jetzt gegenseitig da Sache ab. Okay? Nein! Doch, nein, das ist voll witzig, komm! Also der Hugo und ich, wir haben uns jetzt hier fürs Quiz verkrochen, aber davor wollte ich dir nochmal sagen, weißt du, dass der Landesanglerverband sich zum Beispiel auch für dieses Lachsprojekt hier in Brandenburg engagiert? Ja, natürlich. Da sind wir sehr stark engagiert, weil es natürlich wichtig ist, mal wieder zu beweisen, dass die Flüsse sauberer geworden sind. Das sehen wir in der Stepenitz, das sehen wir in den Nebenarmen der Elbe. Und ich hoffe schon, dass das auch nachher auch Erfolge zeitigt, mehr als jetzt, also dass wir auch die Meerforelle, den Lachs wieder wirklich als heimischen Fisch begreifen können, sodass du nachher auch wirklich mal wieder losziehst und sagst, ich fange jetzt mal Lachs zu Hause in Brandenburg. Abgefahren, wäre oder? Cool, oder? Ja. Ja. Also ich meine, ich bin auch schon fürs Lachsfliegenfischen irgendwie nach Kanada geflogen und sowas, gell? Aber ist doch viel schöner in Zeiten des Klimawandels, wenn wir da nach Brandenburg fahren und wilde Lachse fangen können, oder? Ja, gehst vor der Haustür und holst dir einen Lachs. Ich meine, das wäre natürlich ein totaler Hammer, wenn das klappt. Ja. Ja, und das Schöne daran ist, also was man da sieht, finde ich, Angler sind eigentlich auch Naturschützer irgendwie auf eine Art und Weise, oder? Aber absolut. Ich meine, du willst dich ja in der Natur bewegen und kein Angler, kein guter Angler wird die Natur versauen, sondern ganz im Gegenteil, wird dafür sorgen, dass die Flüsse sauberer werden, wird dafür sorgen, dass die Wurmbüchsen auch leer wieder mitgehen, die man vorher mit hingeschleppt hat. Ja. Und darauf legen wir als Anglerverband doch großen Wert und das bringen wir auch unseren Jungs und Mädels bei und darauf weisen wir auch in der Broschüre hin. Ja. Und okay, wir suchen uns gegenseitig Fragen aus. Ich würde sagen, Top 5, okay? Jeder stellt 5 Fragen. Es sind mehr Fragen hier noch. Ja, okay. Also welcher Köder ist beim Angeln auf Aal sehr fängig? Auf Wal? Auf Aal. Also ohne Krill? Auf Wal. Okay, gibt's Auswahlmöglichkeiten, oder? Ja, ist easy. Tauwurm, Mais oder Boili? Ja, also ich bin ja nur Fliegenfischer. Ich angel nur mit der aber Fliege. Aber das weißt du trotzdem. Ja, Aal. Wurm. Ja, Wurm, genau. Gut. Okay. Jetzt bist du dran. Komm. Okay. Als nächstes, ich suche was Schweres aus. Hier. Wie nennt man das wärmende Übereinanderziehen von Kleidung in Schichten? Lauchprinzip, Zwiebelprinzip, Salatprinzip oder Kohlenprinzip? Das ist das Zwiebelprinzip, weil die Zwiebel lauter Schalen hat. Und das kennt man wahrscheinlich auch als Nichtangler. Okay. So, der Drill eines Fisches sollte kurz, also A, kurz sein, das Risiko des Fischverlustes in Kauf zu nehmen. Sollte nur so lange andauern, ist B, wie unbedingt zur sicheren Landung des Fisches notwendig ist. Oder C, sollte ausgedehnt werden, um dem Fisch eine annähernde Chancengleichheit zu verschaffen. Na? Also ist B. Ja, das ist wirklich nicht so schwer. Ja, okay. Welche Eigenschaften sollte eine Angelroute haben? Welche Eigenschaften? Die Frage kannst du dir eigentlich selber stellen, weil ich bin dran. Sie sollte A, möglichst kurz und weich sein. Sie sollte B, möglichst lang und hart sein. C, sie sollte möglichst leicht und stabil sein. Tja, das hängt, glaube ich, immer davon ab, was man gerade angeln will, oder? So ein bisschen, gell? Also tatsächlich finde ich das jetzt gar nicht so leicht, die Frage. Nee, beim Karpfenangeln habe ich lieber eine weiche Rute, weil du nicht einen harten Anhieb setzen kannst. Beim Hecht hätte ich wiederum gerne eine relativ harte Rute, die auch lang ist, mit der man weit werfen kann. Also das ist schon eine schwierige fortgeschrittene Frage. Dann müssen wir nachher nochmal in die Lösung gucken. So. Okay. Was ist ein Drilling? Ein Haken. Wir müssen uns mal schwere Fragen aussuchen. Das ist doch easy. Ein Haken mit drei Spitzen weiß doch jeder. Jetzt sind wir ins Kapitel super schwere Fragen gewechselt. Hugo, stell mir eine Frage. Also, was wird als Wasserpest bezeichnet? Eine Unterwasserpflanzenart, eine Fischkrankheit oder verpestetes Wasser? Was ich ist weiß es tatsächlich. Ich weiß es auch.
Das ist die Wasserpflanze. Ja, die Wasserpflanze, die man also auch zu Hause gerne in den Teich setzt, um das Wasser klar zu halten. Ich hatte als Kind das im Aquarium. Ja, genau. Ja. Okay, jetzt, was ist schwierig? Ich versuche was Schwieriges, weil die Fragen sind jetzt primär an Kinder gedacht und so. Frage Nummer 3. Wozu dienen die Barteln? Zur Fortbewegung? Als Geschmacks- und Tastorgan oder als Fresswerkzeug? Also der Wels zum Beispiel hat die Barteln, um damit zu schmecken und zu tasten. Das sind die großen Dinger, die er vorne hat, die so ein bisschen aussehen wie ein Bart. Der heißt mehr frisch Barteln. Ja, also Hugo, ich dachte, das wäre ein bisschen schwerer und so. Halt für Kinder und für Jugendliche. Genau. Aber trotzdem viel Spaß dabei, würde ich sagen. Okay, und jetzt gucken wir mal, ob wir die Ministerin treffen. Also jetzt hier ist Britta Ernst, die Bildungsministerin, Jugend- und Bildungsministerin des Landes Brandenburgs. Und ja, jetzt gucke ich mal und fange ein paar O-Töne für euch ein. Ja. Okay. Aber es ist eine tolle Broschüre. Also Frau Ernst, hallo. Hallo. Stefan, Rita. Hallo. Sie haben von der Broschüre schon mitbekommen. Ja, ich bin ganz beeindruckt. Ja. Ich finde die super aufgemacht und ich bin auch beeindruckt, was man alles lernen sollte, wenn man angeln geht. Aber ich finde, es ist auch für Kinder total interessant aufgemacht. Naja, also was ich ganz toll finde, ich kann euch ja sagen, ich bin so ein Barzi, ich komme aus Bayern und was ich unheimlich schön finde hier an Brandenburg, und hier kauft man eine Angelkarte und man kann fast überall fischen. Und in Bayern war das unglaublich kompliziert. Da gibt es für jeden Flussabschnitt einen anderen Verpächter und es ist unheimlich kompliziert, da Angelkarten zu bekommen und auch teilweise sehr kostenspielig. Und das war für mich echt schwierig. Ich bin da schwer zum Angeln gekommen. Und das finde ich halt so toll hier bei uns in den Ostländern, wie einfach man da an den Gewässern angeln gehen kann. Allein unser Anglerverband hat 14.500 Hektar gepachtet oder im Eigentum, wo unsere Mitglieder angeln können. Das ist natürlich eine irre Fläche. Was ich auch ganz spannend finde, ich bin Fliegenfischenlehrer. Das heißt, ich bringe Leuten das Angeln und Fliegenfischen und so bei. Gell? Und was ich sehe immer wieder, ich habe eher ältere Schüler, ich habe auch manchmal junge Schüler, aber was ich ganz toll finde beim Angeln ist, dass viele junge Leute angeln, wenn die so wie jetzt wie die Kids hier so 12, 13, 14 sind, die finden es spannend und so, dann kommt die Pubertät, dann kommen irgendwann Frauen und Alkohol und weiß was ich, was so spannend ist und Fußball und so. Aber ganz viele behalten sich das so als schöne Erinnerungen im Kopf und fallen danach wieder dem Angeln irgendwann, wenn sie später berufstätig sind. Das wird der Freundin zu langweilig, wenn die Kinder groß sind. Er hat es auf den Punkt gebracht. Also das finde ich ganz toll irgendwie, dass das sowas ist, so ein Hobby, von dem man ganz lange was hat. Ja, wir merken auch, dass es dann auch die Eltern sind, die Kinder auch zum Angeln wieder bringen, ne? Weil sie selber früher geangelt haben. Dann, Mensch, was machen wir heute? Lass uns doch mal angeln gehen. Weißt du noch, wie das bei dir damals war mit dem Angeln? Ja. Ja, ich weiß, ich habe meine erste Forelle gefangen, da war ich 8 oder 9 Jahre alt. Mein Vater hatte die Lizenz dort zu angeln, er war auch Angelmitglied, ja? Und hat unter der Rücke geangelt, hat nicht gefangen. Ja. Und dann hat er mit seinem Kumpel gequatscht, hat mir die Angel gegeben, hier, schmeiß doch weiter rein. Und ich habe dann immer weiter geworfen, bin immer weiter runtergekommen, der Rücke, da hinten am Ende der Rücke, da stand die Forelle. Und dann hat er gesagt, mit dir gehe ich nicht mehr fischen. Nee, er war ganz stolz. Ja, cool. Ja. Ja, schön. Werde ich nie vergessen. Ne? Ja, und hattest du dann auch so eine Pause in der Jugend, wo du gesagt hast, nee? Nee, ich war immer Mitglied. Ich war auch immer angeln. Also aber, du hattest nicht diese ominöse Pubertätspause? Nee, bei uns um die Ecke gibt es so ein paar schöne Forellenbäche und fährst halt im Sommer immer hin. Ich kenne die, sind wirklich gut. Aber verraten werden die wahrscheinlich nicht, oder? Ach klar, die kennt auch jeder. Also es sind Gewässer vom Landesanglerverband, so viel können wir schon mal sagen. Ja, die Planen, die Ecke, genau. Okay, dann wollen wir es so machen. Wir haben Ihnen auch eine Hardcover-Broschüre von dem Heft hier mitgebracht. Yeah. Schreibst du da noch eine Widmung rein? Ja, mach ich gern. Ja. Liebe Britta, mit dieser Broschüre wollen wir jungen Menschen die Natur näher bringen. Eventuell sogar die Ministerin zum Angeln animieren. Vielleicht sehen wir sie aber eines Tages in einem Angelvideo von uns. Sehr schön. Ja, okay. Ich bedanke mich sehr. Ich finde das eine wunderbar gelungene Broschüre und mit der Widmung wird sie natürlich einen Ehrenplatz im Büro bekommen und mich immer daran erinnern. Alles gut. Okay, und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss. Ciao.